Alles schnell, fair. Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen. Liebe Frischauf-Fans, da sind wir wieder zurück mit der nächsten Ausgabe Frisch auf den Punkt, das Almendinger Handballmagazin. Heute mit, freue mich ganz besonders, in den Katakomben der EWS-Arena mit Gunnar Steinn-Jönsson. Wie muss ich es genau aussprechen? Mir wird immer vorgeworfen, ich mache es falsch. Gunnar Steinn-Jönsson. Gunnar Steinn-Jönsson. Richtig? Ja, ganz richtig, ja. Fast isländisch, hat es geklungen, fast isländisch. Ich habe es gerade gesagt, wir talken heute gemeinsam in der Kabine. Das ist schon so euer Allerheiligstes. Und hier gibt es dann auch die Fanbotschaften übrigens von euch, die vor dem Spiel von den Jungs dann auch immer nochmal schnell durchgelesen werden, als Motivation mitgenommen werden. Euer Heiligtum hier unten, ist schon wichtig, dass man hier unten als Mannschaft auch sich nochmal einschwört, immer bevor man da rausgeht. Ja, das ist sehr gut. Hier ist immer die letzte Sekunde vor Spiel und du musst sehr motiviert sind und hier kannst du gut lesen und das ist schwierig ohne Zuschauer jetzt und jetzt kriegst du ein bisschen Motivation von den Zuschauern. Genau, die fehlen euch nämlich. Du bist nachverpflichtet worden und hast jetzt kein einziges Spiel bisher leider vor Zuschauern für Frischauf hier machen dürfen. Das ist schon so ein kleines Manko, das fehlt dir, oder? Ja, weil speziell jetzt in die letzten Spiele in der Saison, dann brauchst du die Energie von den Zuschauern. Und für mich, das ist sehr toll, hier in der Bundesliga zu spielen, aber das ist nicht die gleiche ohne Zuschauer. So, das fehlt uns. Und ihr könntet sie gerade richtig, richtig gut gebrauchen, denn ihr seid im Saisonfinale, nur noch 7 Spiele. Platz 5 ist es, allerdings rückt da gerade momentan alles ganz, ganz eng zusammen. Es kommt momentan auf jedes Prozent an, Kopf und Beine etc., Arme werden langsam müde. Ja, aber jetzt, wir sind alle motiviert und wir wissen, dass wir haben diese 7 Spiele und die sind alle Finale jetzt, weil, wie du sagst, das ist ganz eng jetzt, so wie wir sind da, die letzten Spiele. Wir freuen uns. Es geht ja schon weiter dann am Wochenende gegen Leipzig. Zunächst wollen wir aber auch nochmal zurückblicken auf den Auswärtsdreierpack, zuletzt das Spiel in Erlangen. Auch wenn es nicht ganz so angenehm ist, da müssen wir schon, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Da war er nicht zufrieden. Nee, wir sind nicht zufrieden, weil wir müssen mehrere Punkte holen da. Und wir haben eine Periode hier, eine schwere Periode und nicht so, wie sagt man, unser Spiel getroffen, aber ich glaube, jetzt zu Hause gegen Leipzig kommt das zurück. Gunnar, jetzt gehen wir rein in die Kabine, schauen kurz in unserem Beitrag auf die aktuelle sportliche Situation. Und dann, wie gesagt, talken wir zwei drin weiter. Und nochmal vielen, vielen Dank für die tollen Motivationssprüche. Dürft ihr gerne für Sonntag dann vor dem Leipzig-Spiel wieder welche uns über die Socials zukommen lassen. Ticker-Tim, der freut sich. Ich kann es euch ja versprechen, weil der steht gerade hinter der Tür und da grinst er. Also schickt ihm was, da hat er was zu tun, zu arbeiten. Wir gehen rein in die Kabine. "27, 34, 2 mal 26 sowie 28 und 31. Nein, das sind nicht die Lottozahlen, sondern die leider nicht ganz so erfreulichen Ziffern, die vergangene Frischauf-Auswärtswoche in der Liquimoli-Handball-Bundesliga mit sich gebracht hat. Und auch der Ertrag daraus, mit einem Punkt aus den 3 Partien in Berlin, Lemgo und Erlangen, liest sich leider nicht besser. Das Unentschieden trotz zwischenzeitlichem 7-Tore-Vorsprung in Lemgo nervt dabei genauso wie die beiden unzureichenden Auftritte in Berlin und in Erlangen. Es war natürlich klar, dass wir eine harte Woche vor uns haben mit dem Berlin-Spiel, wo wir gar nicht zu unserer Leistung gefunden haben. Gegen Lemgo, glaube ich, muss man es ein bisschen differenzieren. Dort haben wir es handballerisch wirklich gut gemacht, haben einen hohen Vorsprung herausgespielt und versäumen es dann tatsächlich, den Deckel drauf zu machen. Dort müssen wir ganz klar mit 2 Punkten nach Hause fahren. Und jetzt gegen das Erlangen-Spiel, damit können wir auf gar keinen Fall zufrieden sein. Und das müssen wir auf jeden Fall besser machen. Es gilt also, etwas gut zu machen beim Heimauftritt am kommenden Sonntag gegen Leipzig. Frischauf will beim Duell Tabellenfünfter gegen Tabellenneunter unbedingt die Punkte in der EWS-Arena behalten. Dies wird allerdings kein leichtes Unterfangen, wenn um 16 Uhr angeworfen wird. Schließlich haben die Gäste aus Sachsen bislang erst 3 Minuspunkte mehr auf dem Konto als Grün-Weiß.
Die letzten Spiele waren natürlich schon bitter für uns, aber ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen wird und dass die Mannschaft aufstehen wird und sich anders gegen Leipzig präsentieren wird. Leipzig ist eine Mannschaft, die im Vorfeld der Saison auch den Europapokal ausgegeben hat und sehr hohe Zielsetzungen hat. Mit Weber natürlich den Mittelmann auf der Nationalmannschaft und grundsätzlich eine Mannschaft, die sehr homogen ist und die ja sicherlich auch noch Ziele für diese Saison hat. Deswegen gilt es jetzt aber auch für uns. Wir müssen auf uns schauen, wir müssen schauen, dass wir zu unserem Leistungsniveau zurückkommen. Und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft das auch am Wochenende tun wird. Ja, liebe Frischau-Fans, da sind wir also zurück nach unserem Beitrag zur aktuellen Situation. Weiter geht's mit dem Almendinger Handballmagazin und mit Gunnar. Ja, ich freue mich immer, wenn ich hier drin sein darf. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Es sind die Katakomben einer altehrwürdigen Halle. Man merkt es auch noch, dass es jetzt nicht die modernste Halle ist, aber die hat ein ganz, ganz besonderes Flair, oder? Ja, das ist so eine Retro-Halle und ja, ich mag das. Und wir haben unsere Zuschauer hier in die Kabine, so, die sind da. Die haben uns zuletzt die Daumen gedrückt, leider umsonst. Wir haben es gerade schon mal gehört und du hast gerade auch schon mal angesprochen. Die letzten drei Auswärtsspiele waren nicht so, wie ihr wolltet. Dennoch, man muss ja auch mal die Gesamtsaison immer sehen. Ihr steht auf diesem Platz 5, ihr schnuppert da auch noch dran und ihr könnt den auch noch aus eigener Kraft halten. Ja, wie ordnest du bislang die Frischauf-Saison ein, der dazugekommen ist, der auch weiß, man hatte hier als Ziel eigentlich erstmal einen einstelligen Tabellenplatz? Ja, aber das ist, wie du sagst, das ist immer gut, dass wir haben das in unsere eigenen Hände. Wir brauchen keine, ja, wir müssen nicht die anderen Spiele schauen, weil wir müssen nur die erste Spiele dieses Jahr sehr gut gespielt und wir müssen vielleicht schauen, wie wir das gemacht haben und weiterfinden diese gute Form. Weil wir sind eine gute Mannschaft. Aber alle Mannschaften haben ein bisschen so schlechte Perioden. Ich hoffe, dass es ist vorbei jetzt. Und wir haben auch schon gesprochen, 3 Spiele, 1 Punkt mitgebracht. Muss man schon sagen, Lemko vom Spielverlauf her, das hat wehgetan, dass er da nicht mehr mitbringt. Und glaub vor allem der Auftritt dann gegen Erlangen, da habt ihr euch natürlich schon auch mehr erwartet. Ja, in Lemko war das schlecht von uns. Und eine gute Mannschaft kann nicht diese... Ich glaube, wir haben 7-8 Tore Führung gehabt und das müssen wir lernen von. Und ich glaube, das passiert nicht nochmal. Und in Erlangen haben wir leider kein gutes Spiel gemacht. Und ja, ich glaube, alle haben mehr erwartet von uns. Und ja, wir können viel besser und wir werden jetzt besser machen auch. Es ist eine intensive Saison, es ist eine andere Saison, Corona-Saison. Wie empfindest du die Energie in der Truppe? Sind alle noch heiß? Kann man das so lange hochhalten? Ihr spielt natürlich jetzt auch bis in Juni rein. Normalerweise wäre jetzt eigentlich so langsam Saisonschluss. Ja, das ist schwierig für Fokus zu halten und für Kopf ist schwierig, so lange Saison ohne Stimmung, ohne Zuschauer. Aber wir sind alle professionell und jetzt haben wir... ganz wichtige Spiele, 7 Spiele und das werden wir alles geben und wir haben 100% Fokus auf diese Spiele. Der Switch soll her natürlich jetzt gegen Leipzig am Wochenende, am Sonntag, 16 Uhr. Da sind wir ab 15 Uhr dann wieder mit der Spieltagsshow natürlich live für euch, liebe Fans. Dann gehen wir on air auf sämtlichen vereinseigenen Kanälen. Leipzig. Man darf sie nicht unterschätzen, stehen aber hinter euch in der Tabelle. Eigentlich, wenn man auf die Tabelle schaut, dann müsste es ein Pflichtsieg sein, wenn man da bleiben will. Ja, aber Leipzig hat eine gute Mannschaft und das ist so ein, ich glaube, bis 10. Platz ist ganz eng und alle diese Spiele sind schwierig. Aber zu Hause und in unserer Position müssen wir jetzt gegen Leipzig gewinnen. Wie müsst ihr es angehen und wie erwartest du den Gegner? Ja, wir spielen unser Spiel. Wir haben immer gute, gute Spielplan von Hartmut und wir spielen unser Spiel und ich glaube, wenn wir kommen bis unser gutes Niveau, dann reicht es.
Über das, über diesen Spielplan und wie du dich da zurechtgefunden hast in der Kürze der Zeit, da sprechen wir gleich drüber. Wir machen jetzt kurz Werbung, auch wichtig, wir verdienen ganz kurz ein bisschen Geld. Und dann gibt es aber vorab noch die Gewinnspielfrage. Ich bin gespannt, was du zu dieser Gewinnspielfrage sagst, weil für die Zuschauer daheim, die müssen dann schon ein bisschen mal nachgucken, vielleicht ein bisschen googeln oder mit einer anderen Suchmaschine ein bisschen im Netz stöbern. Welche Aussage trifft denn auf unseren heutigen Gast Gunnar zu, dass er schon mal bei Drott war oder außer Tritt ist? Also man kann drauf kommen, es hat mit deiner sportlichen Vergangenheit zu tun. Du weißt es natürlich, klar. Aber die Handballfans, kommen die da drauf? Was denkst du? Ich glaube ja, aber ja, gute Frage. Ja, schickt uns die Antwort an gewinnspiel@filstalwelle.de und dann gibt es wie jedes Mal natürlich einen Autogrammkartensatz und wir hoffen, dass bald wieder, vor allem dann auch im nächsten Jahr, Spiele möglich sind mit Zuschauern, dann können wir dann auch wieder Tickets verlosen. Das würde uns freuen, endlich mal wieder Zuschauer hier reinzulassen. Da nehmen wir jedes Hygienekonzept in Kauf, oder? Ja, aber ich bin in Island dann. Ja. So. Aber du kommst vorbei. Ja, ich komme vorbei und ja, das wird super. Ja. Das wird super. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Also jetzt machen wir kurz Werbung und dann geht's weiter mit Gunnar. Wir von Almendinger bieten herstellerunabhängigen Vor-Ort-Service für CNC-Maschinen. Mit mehr als 20 hochqualifizierten Servicetechnikern sind wir in der gesamten Region für Sie unterwegs. Kompetente Vorab-Analysen und hohe Ersatzteilverfügbarkeiten garantieren einen schnellen Service für unsere Kunden. Durch Fehleranalyse vor Ort mit modernsten Prüf- und Messmitteln gewährleisten wir einen effizienten Service für Ihre CNC-Maschinen. Kompetent und schnell vor Ort. Almendinger Elektromechanik in Bad Überkingen. Wir sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. Seit über 90 Jahren ist die DKV einer der führenden privaten Krankenversicherer in Deutschland. Mit über 4,3 Millionen Versicherten sind wir der private Krankenversicherer, dem die meisten Kunden in Deutschland vertrauen. Mit ausgezeichneten Ratings. Mit einem Top-Experten-Netzwerk bieten wir Mehrleistungen wie Gesundheits- und Aktivprogramme, Begleitung, Coaching und einem Gesundheitstelefon. Unsere App und digitalen Angebote machen uns bereit für die Zukunft. Aber vor allem sind wir mit persönlicher Betreuung da, wenn es darauf ankommt. Unsere Privatversicherten haben Anspruch auf individuelle Fürsorge durch medizinisch qualifizierte Mitarbeiter, ohne Warteschleifen und Hotlines. Wir sind mehr. Mehr als ein Kostenerstatter. DKV. Sprechen Sie mich an, wenn Sie mehr über die private Krankenversicherung erfahren möchten. Ich freue mich auf Sie. So, und jetzt geht's schon weiter mit dem zweiten Teil vom Almendinger Handballmagazin Frisch auf den Punkt mit Gunnar. Ich habe es gerade gesagt, wir wollen über dich auch ein bisschen persönlich sprechen, wie du angekommen bist. Wie war es denn für dich, als plötzlich diese Option wieder möglich war, Bundesliga zu spielen? Du hast vorher schon gesagt, es ist eine besondere Liga. Man sagt nicht umsonst die beste Liga der Welt. Da warst du, glaube ich, schon besonders erfreut, oder als das nochmal ging, oder nicht? Ja, das hat ganz schnell passiert. Ich glaube, ich habe so am Donnerstag in die dänische Liga gespielt und dann hat meine Berater eine Nachricht geschrieben und ob ich wollte, ja, bis Ende Saison in Bundesliga spielen. Und er hat gesagt, du hast 3-4 Tage zum Entscheiden. Und ja, ich bin ein bisschen so spontan und ich habe gesagt, warum nicht? Und ja, ich bin hier jetzt. Genau, aber allerdings alleine da, das muss man auch mal sagen, Family ist noch in Dänemark. Das ist natürlich zu Corona-Zeiten dann nicht ganz so einfach, aber Sie haben Göppingen schon mal kurz besucht. Ja. Die waren hier einmal und ja, das ist schwierig, ohne Familie zu sein, aber
ja, das war nur 4 Monate und ich habe gesagt, ja, das geht. Und die kommen auch jetzt im Juni, so das wird auch schön. Genau, und diese 4 Monate, kurze Zeit, du bist ein Routinier für Island gespielt. Das kommt einem natürlich zugute, wenn man so einen Wechsel hat mit einem neuen Coach, mit neuen Mannschaftskameraden. Wie schnell bist du zurechtgekommen? Du hast gerade schon gesagt, Hartmut gibt euch einen guten Plan mit. Wie war da die Zusammenarbeit mit ihm, mit den Jungs? Ja, ich denke, das war, wann ich hier angekommen bin, das war sehr gut. Ich bin ganz schnell in die Systeme und Mannschaft, weil das ist schwierig für einen Playmaker, so schnell in Mannschaft zu kommen, weil du musst ja alles Spielpläne lernen und deine, ja, wie sagt man, Teammates lernen kennen. Aber ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Und ihr seid ja auch, noch ein anderer Routinier da auf der Spielmacherposition, die zusammen nach der Verletzung von Janus das Ganze in die Hand genommen haben. Mit Tim, ich glaube, das klappt auch ganz gut. Ihr seid beide so knapp über die 30 dann doch jetzt auch schon ein bisschen drüber gerutscht. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die Routine hilft. Ja, und der Timmy hat jetzt super gespielt, seit ich hier bin, sodass ich bin hier zum der Mannschaft zum helfen und Timmy hat sehr gut gespielt, stabil und wann er braucht Pause, dann bin ich da. Genau. Und wie sind die Teamkollegen sonst? Ansonsten, sie konnten ja nicht viel zeigen von Göppingen. Das ist ja leider Lockdown und alles zu. Ja, aber die sind sehr nett und eine gute Mannschaft, gute Mischung von Spielern, von deutschen Spielern, skandinavische und Jugomafia auch. Und ja, das ist sehr gute Mischung, denke ich, und so ein gutes Rezept für gute Resultate. Genau, man merkt, der Teamgeist stimmt. Dann hoffen wir, dass wir da auch noch die Power mitnehmen können für die letzten 7 Spiele. Wenn du vergleichst, noch ein abschließender Satz, bevor wir auf einen Mannschaftskameraden gucken, der leider dieses Jahr ein bisschen verletzungsgeplagt ist und dann den Verein ebenfalls verlassen wird, Marco Rentschler. Vorher noch ein Satz zu dir, zu deinen vergangenen Stationen und jetzt Göppingen, Nordfrankreich kennengelernt, klar, Dänemark. Dann Gummersbach, auch schon eine deutsche Station gehabt, Schweden gespielt. Wie kommt da Göppingen, wie kommt das Schwabenland weg? Jetzt habe ich keine große Erfahrung, weil alles ist zu wegen Corona-Zeit. Aber ich finde, hier ist sehr schön. Die Natur sind gut. War sehr gut mit Familie, mit diesen Spielplätzen überall. Und ja, ich fühle mich voll hier. Und in Vergleichheit, ich habe hier alles erlebt. Nantas war eine so große Stadt, schöne Stadt und wir haben uns gut gefühlt in alle diese verschiedenen Städte. Du hast die Natur außenrum schon angesprochen. Immer wichtig natürlich auch für euch Isländer selber, habt ihr da ja alles zu bieten bei euch. Wenn es jetzt wieder zurückgeht, ich glaube, da freust du dich auch mit am meisten drauf, mit der Family, die Zeit dann wieder zu genießen. Wie gesagt, in Island ist die Lebensqualität hoch, da können wir alle nur mal einladen, da lohnt sich dann auch mal eine Reise hin. Ja, genau. Das ist Island ist so ein ganz uniques Land und ich freue mich auf zurück, weil ich bin jetzt 12 Jahre im Ausland und das wird schön und wie du sagst mit die Familie zusammen und auch ich spiele jetzt weiter in Island und das wird auch spannend. Da drückt man dir natürlich auch die Daumen als spielender Co-Trainer. Das habe ich schon richtig gehört, oder? Ja, genau. Ich habe meine Ausbildung als Trainer gemacht jetzt und ich werde ein bisschen, wie sagt man, ein neues Fokus haben und gehe ein bisschen auf die Trainerspur. Strenger Trainer oder siehst du es eher lockerer? Ja, ganz locker, glaube ich. Okay, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen bei dir. So, dann schauen wir jetzt auf einen Kollegen, habe ich gesagt, der nächstes Jahr auch dann nicht mehr hier spielen wird. Marco Rentschler hat ja verletzungsbedingt in dieser Saison nicht so viel beitragen können, wie er wollte, ist jetzt aber wieder zurückgekehrt, hat auch wieder getroffen, freuen wir uns, hat sein Comeback gefeiert. Schauen wir auf Luigi und danach machen wir zwei noch unsere Rubriken. Die Fans wollen auch noch ein bisschen was von dir wissen. Er wird eine Lücke hinterlassen, auf und abseits des Handballplatzes. Rechtsaußen Marco Rentschler wird Frischauf nach 6 erfolgreichen Jahren verlassen.
Zweimal hat der 26-Jährige in seiner Göppinger Zeit gemeinsam mit seinen Teamkameraden den Europapokal in die Höhe gestreckt und sich somit verdientermaßen einen Platz in den grün-weißen Geschichtsbüchern gesichert. Allerdings ist die Rentschler-Ära auf der rechten Außenbahn keine Erfolgsgeschichte ohne Makel. Zu Marcos Zeit in Göppingen gehören auch verletzungsbedingte Rückschläge, unter anderem gleich zu Beginn ein Kreuzbandriss sowie zuletzt die Erkrankung am pfeifrischen Drüsenfieber. War auf jeden Fall eine geile Zeit, 2 Titelgewinne, auch wenn es dann ja, in der ersten Saison natürlich der Großteil auf der Bank war durch den Kreuzbandriss. Auch im zweiten Erfolg leider Final Four auf der Tribüne nur hier daheim. Aber trotzdem sind das natürlich Erlebnisse, die man so schnell nicht vergisst und die ich auch noch eine Weile mit mir rumtragen werde. 6 Jahre hier in Göppingen, ja, lange Zeit heutzutage auch im Handball. Hat mir Spaß gemacht, sonst wäre ich nicht hier geblieben. Coole Truppe gehabt, mit denen es echt ja, richtig Freude bereitet, hier jeden Tag einen Arsch aufzureißen. Und haben noch 5 Wochen jetzt und die will ich natürlich möglichst erfolgreich mit denen abschließen. Dass der sympathische Linkshänder, der 2015 von seinem Heimatverein der SG BBM Bietigheim unter den Hohen Staufen gewechselt ist, dazu auch auf dem Platz einige Tore beitragen kann, war lange nicht absehbar. Ende Dezember ist Marco erstmals krankheitsbedingt ausgefallen, gefolgt von einer monatelangen Zwangspause aufgrund der Erkrankung am pfeifrischen Drüsenfieber. Inzwischen hat sich Marco aber wieder zurückgekämpft und sein Comeback gefeiert. Inklusive 3er Torerfolge. Die beiden Treffer in Berlin sowie das Tor in Lemgo sind Balsam für die Rentschlersche Seele nach der langen Leidenszeit. Die letzten Monate waren wieder so, wie es angefangen hat hier in Göppingen. Ich trainiere für mich selber, mache Reha, Laufen, Kraft und mal in der Halle. Habe ich natürlich nicht so gute Erinnerungen dran. Deswegen war es dann ja, die letzten 4-5 Wochen, wo ich dann auch in der Halle wieder mit den Jungs voll trainiert habe. Und jetzt natürlich die letzten 2 Spiele, wo ich dann wieder auf der Platte stand, enorm wichtig für mich selber. Und natürlich auch für den weiteren Lauf meiner Karriere, um mich da nochmal zu zeigen, um zu zeigen, ich kann wieder, ich bin fit, sehr wichtig. Mit Marco Rentschler geht ein verdienter Spieler mit einem hohen Ansehen innerhalb des Mannschaftskreises von Bord, den die Kollegen übrigens passend zu seiner lockeren und lässigen mediterranen Art und dem laut einiger Teamkameraden dazu passenden italienischen Aussehen gerne auch Luigi nennen. In diesem Sinne sagen wir Ciao Luigi Aguri, beziehungsweise alles Gute für deinen weiteren Lebensweg, auch wenn in Sachen Handballzukunft derzeit weniger in trockenen Tüchern ist als hinsichtlich der beruflichen Weiterbildung. Ich studiere seit 2019 wieder International Management an der Hochschule Ansbach und ja, hoffe, dass ich da inklusive diesen Semester, sind 4 Semester, dann fertig bin. Was die sportliche Zukunft angeht, dürfte ich dir sagen, wenn ich es will. Ich kann dir aber nichts sagen, deswegen ist der Stand jetzt erstmal, dass ich zu meinen Eltern zurückziehe. Gibt es auch in dem Alter noch und mir dann mal, ja, guck, was sich ergeben sollte oder auch nicht. Klar wird vielleicht jetzt eher mal auch auf einen Jugendspieler zurückgegriffen, der nicht so teuer ist durch die Corona-Pandemie. Andererseits ist jetzt auch schon sehr spät. Ich war lange raus. Da sind viele Vereine auf der Position einfach schon besetzt. Einfach nichts mehr offen. Man nimmt ungern, glaube ich, 3 Rechtsaußen mit in der Saison als Verein. Deswegen, ich warte ab, ich mache mir keinen Stress. So blöd es klingt, es werden sich leider wahrscheinlich noch einige verletzen, auch durch die Belastung mit den letzten 8-9 Spielen jetzt noch in den 5 Wochen mit Olympia im Anschluss, dann kommt direkt die nächste Saison. Deswegen, ich glaube, dass sich da schon irgendwas ergeben wird. Soweit also Luigi, Marco Rentschler, dem drückt man natürlich die Daumen, auch ein sympathischer Kerl. Du hast jetzt nicht so viel dann mit ihm gespielt. Am Ende kam er jetzt dazu. Du kennst es aus deiner langen Karriere mit den Jungs, die da einzeln ackern müssen. Da fiebert man schon immer mit. Denen drückt man die Daumen. Jeder will schnell zurück auf die Platte. Ja, genau. Das ist immer schwierig, so draußen zu sein. Aber ich denke, Luigi hat das ganz gut gemacht und ist schnell zurück in die Mannschaft. Und er ist super schöner Mensch und hat das, ja. Ich wünsche ihm auch Glück. Genau, er ist ein richtiger Teamplayer, das hören wir nämlich auch immer wieder. So, jetzt kommen wir zurück zu dir. Ich habe es gerade gesagt, wir haben unsere Frisch-auf-Rubriken. Eine heißt Frisch auf den Tisch. Bin jetzt mal gespannt, wie so ein isländisches Frühstück aussieht. Wir wollen von dir wissen, was kommt morgens bei dir auf den Frühstückstisch? Und gibt es da einen Unterschied, wenn Spieltag ist und wenn kein Spieltag ist? Darfst du dir da mal ein bisschen was anderes gönnen? Nein, ich glaube, das ist ganz, wie sagt man, normal.
Haferflocken, Eier, Avocado vielleicht. Ganz, ganz, ganz normal. Ja. Ja, inzwischen muss man sagen, ist Avocado wirklich schon fast normal. Ist ja wirklich so. Ja. Und viel Kaffee. Ja, das stimmt eh. Du gehörst auch zu denen, die selbst hier, wenn er in die Halle kommt, dann auch immer nochmal unbedingt einen Kaffee wollt. Ich habe Janus zuletzt gesehen, der muss dann, wenn die Kaffeemaschine leer ist, der muss Wasser holen. Also das muss da sein. Ihr habt da so eine Clique, ohne Kaffee geht man nicht ins Spiel. Ja, ich denke, ich habe das früher gesagt, auch weil vorher habe ich immer diese Energy-Drinks getrunken, aber dann habe ich gedacht, nein, ich nehme nur Oldschool-Kaffee. Hm. Das ist ja gute, wie sagt man, Routine. Dann macht es weiter so, wenn wir den Platz halten wollen und wenn das hilft, auf alle Fälle, dann spendiere ich mal eine Kanne. So, jetzt machen wir weiter mit dem Camp Patrick. Ich spiele dir kurz einen Satz zu und du machst einfach den Satz vollends fertig. Ich trage die Rückennummer 20. Wir machen das bei jedem Spieler. Ich glaube, du bist nachverpflichtet worden. Ob es da einen besonderen Grund gibt, wirst du uns jetzt verraten. Ja, weil Luigi hat 27. Ja, weil eigentlich normalerweise, wenn man dich googelt, hat man dich immer mit der 27 gesehen. Und ja, die war einfach schon vergeben. Und Luigi ist so ein Tier, da hast du gesagt, da wage ich mich nicht ran. Genau, genau. Aber 20 geht gut. Auch habe ich auch vorher gespielt. Okay, also konntest du damit leben, dass die 27 schon belegt war. Mein erster Gedanke, als der Anruf von Frischauf kam, wir haben es ja gerade schon mal gehört, Kontakt eigentlich dann über Berater, aber man telefoniert dann. Wie war das? Ja, ich war ein bisschen, das war, wie ich gesagt habe, ein bisschen Stress, weil das war, wie sagt man, gleich vor Deadline. Ja. Aber ja, ich habe gedacht so, warum nicht, und spontan nur ja gesagt. Sehr schön, also wirklich so Last-Minute-Entscheidung war das dann nämlich noch. Und am Leben in Göppingen, hast gerade schon zwar ein bisschen drüber geplaudert, am Leben in Göppingen gefällt mir? Ja, ganz gut. Ich habe meine Wohnung im Hotel hier Mitte, die Stadt, und ich habe ein Fahrrad gekauft, weil ich bin, brauche kein Auto hier, weil ich fahre nur zum Halle in die Stadt. So, ja, gefällt mir. Cool, dass du es schon angesprochen hast. Wir kommen nämlich gleich zu den Gewinnspielfragen. Und witzigerweise ist da was mit dem Fahrer dabei. Das ging bei uns ein. Kommen wir aber gleich dazu. Noch einmal kurz die Gewinnspielfrage und dann kommen noch die Fanfragen. So, nochmal die Frage. Welche Aussage trifft auf unseren heutigen Gast, auf Gunnar, zu, dass er schon mal bei Drott war, A, oder dass er außer Tritt ist? Also einfach mal ein bisschen googeln, dann kann man das finden. E-Mail an gewinnspiel@filstalwelle.de und dann gibt es einen kompletten Satz Autogrammkarten zu gewinnen. Den verlosen wir dreimal. So, jetzt kommen die Fanfragen, Kreditreform-Fanfragen. Freuen wir uns, dass da wieder einiges eingegangen ist. Ich hau die erste mal raus, die kommt vom Tobi Heiß 00. Für was das 00 steht, weiß ich nicht, aber warum schafft Frischauf den 5. Platz? Ja, das ist, weil jetzt haben wir große Press, weil jetzt ist das ganz eng und wir haben hier volles Fokus auf die letzten 7 Spiele und ja, wir schaffen. Klare Ansage, sehr gut, sehr gut. Wie findest du, das ist das jetzt von der Sapse 89, sie hat nämlich dazu geschrieben, ich habe ihn schon mal auf dem Rad auf dem Weg zum Training gesehen. Wie findest du die Bedingungen für Fahrradfahrer in Göppingen? Ist das okay mit den Radwegen oder müssen wir mal beim Bürgermeister, bei Alex Meyer nachhaken, beim OB? Ja, ich glaube, ich muss mit ihm sprechen ein bisschen. Aber das funktioniert. Aber da sind nicht so viele Leute auf Fahrrad hier. Ja, gibt Städte, da ist es wesentlich mehr, das kann sich noch ändern. Also Alex, kennen wir ganz gut hier, hat mit uns im Sender auch schon zusammengearbeitet. Wir müssen sprechen, zwecks Radwege. Guter hat es gesagt. So, dann geht es weiter mit Tobi Dittel. Hat auch geschrieben, er schreibt uns ja öfters. Hast du ein Vorbild? Wenn ja, wer war das? Oder wahrscheinlich eher früher. Wer waren bei dir so die Vorbilder? Ja, ich glaube, das war Olav Stefansson. Ja, der hat hier in Deutschland gespielt mit Magdeburg zum Beispiel. Ja, er war ein so super guter Spieler und so ein smart Handballspieler. Ich habe einmal gegen ihn gespielt, aber das war ich wollte nicht ihn berühren, weil ich war das war ja, aber ja, ich sage Olav Stefansson, ganz guter Handballspieler und ja, wie sagt man, smart. Das heißt, du hast dich ehrfürchtig zurückgehalten und hast ihn mal machen lassen. Ja. Kein Foul. Sehr gut. Dann geht's weiter mit Aaron Hai. Er will von dir wissen, wirst du deine Freunde, weil man es ja mitbekommen hat, dass du dann wieder zurückgehst in die Heimat, wirst du deine Freunde in Dänemark und in Deutschland vermissen, wo du dann ja auch jetzt viel Zeit verbracht hast?
Ja, klar, das ist ganz schön nach der Karriere, dann hast du Freunde überall. Aber jetzt in dieser Zeit mit Internet und sozialen Medien, dann geht es. Jetzt haben wir noch eine spezielle Frage. Der ist Fan, aber zugleich auch Mitarbeiter, arbeitet viel mit euch zusammen. Ticker Tim, der hier hinten schon grinst. Ja, er hat mir eine mit auf den Weg gegeben und ich glaube, es soll so eine kleine Stolperfalle sein. Wie spricht man Squirrel auf Deutsch aus? Du weißt, was es heißt? Kannst du es aussprechen auf Deutsch? Ja, habe ich ein bisschen trainiert, aber das ist schwierig. Ich probiere jetzt Eichhörnchen. Ich finde, es war okay. Ich schaue mal kurz in die Runde hinter die Kameras. Daumen gehen hoch, lassen wir durchgehen. Sehr gut. Damit hast du die letzte Hürde heute genommen in unserem Talk. Aber eine gibt es noch und zwar, ich weiß nicht, ob du die Regularien kennst. Du bist ja bestimmt worden in der letzten Sendung von Daniel Rebmann. Immer der Gast darf den nächsten Gast aussuchen. Jetzt bist du dran, darfst frei auswählen. Ich kann dir ja mal so sagen, wen wir zum Beispiel noch nicht hatten. Aber oder willst du einfach, du darfst da mal frei wählen. Wir nehmen gern dann auch jemanden doppelt oder jetzt Richtung Saisonfinale. Der Trainer ist natürlich auch immer eine Option. Du darfst einfach mal aussuchen. Wenn du sagst, es ist jemand im Betreuer, im Umfeld, im Team ums Team, den wir mal nehmen müssen, können wir das auch machen. Freie Hand. Du bist der Chef. Du bist der Spielmacher. Okay. Dann nehme ich jetzt Jakob, war er schon? Bagestell. Jakob war dieses Jahr? Ich glaube noch nicht. Nee, dann... Da ist natürlich was Gutes, ja. Ja, genau. Da muss ich halt wieder ein bisschen weiter weg sitzen und darf nicht in den Invite. Da ist es bei mir so. Da bin ich ehrfurchtig und du weißt warum, oder? Ja, genau. Musst du locker sein. Ja, und kein frechen Spruch. Nee, genau. Ich verliere das Duell, oder? Armdrücken verliere ich knapp. Schau. Ja? Oh ja, das ist ein Viertel von Jakob, glaube ich. So, Gunnar, wir hören jetzt auf mit der Sendung. Jetzt reicht's mir. War sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch, ja, eine schöne Zeit hier in Göppingen. Family kommt nochmal vorbei. Ja, jetzt im Juni, so das wird sehr schön. Genießt das. Das gibt nochmal so einen Zusatzpush. Da freut man sich drauf. Ja, und wie gesagt, euch viel Erfolg für die nächsten Wochen. Es ist eine harte, lange Saison. Macht das Beste draus. Einstelliger Tabellenplatz war das Ziel. Wir sind derzeit auf Platz 5. Das ist super. Und probiert es zu halten. Macht einfach das Beste draus. Oder so gehen wir es an. Ja. Gute Final Words. So machen wir es. Also, und Herr Bagerstedt, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich trainiere, dass es mindestens ein Drittel wird von deinem Arm. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao. Alles schnell, fair, Almendinger, Ihr Spezialist für CNC-Maschinen.